zählen runter. 3, 2, 1, Zündung! Es dauert gerade einmal 15 Sekunden, bis der Stahlgigant auf der Seite liegt. 60 Jahre nach seinem Bau ist der Gasometer in Dortmund-Lindenhorst Geschichte. Vor der Sprengung klaffen große Löcher in der Außenhülle. Sie wurde an bestimmten Stellen aufgesägt und damit geschwächt. 98 Sprengladungen wurden montiert und verdrahtet. Für den Sprengmeister kein ganz alltäglicher Job. Der Scheibengasbehälter mit 93 Meter Höhe und 51 Meter Durchmesser ist natürlich ein riesengroßes Projekt. Und man hat immer Bauchkribbeln, überhaupt keine Frage. Aber wir haben ihn fachmännisch vorbereitet, sodass ich guter Dinge bin, dass er auch ganz hübsch das macht, was wir ihm sagen. Neben dem Gasbehälter wurden große Erdwälle aufgeschüttet, um den Aufprall abzufedern. Ein Bereich von 200 Metern Luftlinie wird abgesperrt. Fernsehteams und Fotografen warten auf den Knall. Auf der gegenüberliegenden Halde haben sich etliche Zuschauer versammelt. Bis jetzt läuft alles nach Plan. Die Vorbereitungen sind perfekt gelaufen. Wir sind seit einem Jahr unterwegs. Haben gestern Abend bis 8 Uhr gearbeitet, heute Morgen nach 5 Uhr bereits begonnen. Und wir haben gerade vor 5 Minuten grünes Licht erhalten, dass alle Vorbereitungen erfolgreich abgeschlossen wurden. Sprengmeister Michael Schneider ist rundum zufrieden. Es hat einfach super geklappt. Man kann einfach nur sagen, 100% der Sicherheit wurde super gewährleistet. Der Behälter ist optimal umgefallen und kann jetzt ganz gezielt und ganz vernünftig mit der Technik aufgearbeitet werden. Von dem Stahlgiganten bleiben knapp 1600 Tonnen Altmetall und Erinnerungen. Es ist ein sehr, sehr schöner Arbeitsplatz gewesen. Ich habe da selber sehr viele schöne Erinnerungen dran. Es ist schon so, dass ich da mit Wehmut drauf gucke. Was passiert jetzt mit dem, was wir da hinter uns sehen? Der legt sich noch ein bisschen hin, er faltet sich. Ab Dienstag werden wir anfangen, den Behälter spannungsfrei zu schneiden und ab Mittwoch wird er abgeräumt. Schätzungsweise 6 Wochen. Am Ende des Tages gibt es aber auch eine schlechte Nachricht. Dortmund hat eine Landmarke und mit ihr auch ein weiteres Stück Industriekultur verloren.